In Bezug auf die Person, die hier genannt wurde, Abu Tarif, Adi ibn Hatim al-Ta'i, radiyallahu anhu, gehört dem berühmten Stamm Tayy an, die besonders bekannt sind in der arabischen Geschichte für ihre Gutmütigkeit. Und er ist im Jahr 9 in einer Delegation zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, als Christ, er war Christ, und hat dann den Islam bei ihm angenommen. Es wird gesagt, dass die Ursache für seinen Islam seine Schwester war, Sufana bint Hatim. Sie war in Gefangenschaft geraten, also sie bei den Muslimen, hat den Islam angenommen, wurde freigelassen, ist zu ihrem Bruder gegangen und hat ihn dann yani, von ihren Erfahrungen erzählt. Daraufhin kam dann Adi ibn Hatim zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam im Jahr 9 nach der Hijra, 9 oder 10 nach der Hijra, und nahm den Islam an. Das ist übrigens die Person, die auch in dem berühmten Hadith erwähnt wird, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Vers verlas: Sie haben sich ihre Ahbar, das heißt ihre Priester und ihre Mönche, zu Gottheiten neben Allah genommen. Und dann sagte er, ma'abadnahum, wir haben sie nicht angebetet, oder wir haben sie nicht zu Gottheiten erklärt. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, haben sie denn nicht verboten, was Allah erlaubt hat? Und ihr habt das erlaubt. Und haben sie nicht, ja, umgekehrt nochmal. Auf jeden Fall, wo wir gerade das erwähnen, man muss auch verstehen, ne, wie die Ahlul Kitab das verstanden haben. Man sieht das ja noch bis heute, also diese Tradition hat sich bei ihnen gehalten. Die Kirchenväter werden ja als Vertreter Gottes angesehen, ne? Also sie sind sozusagen das Sprachrohr Gottes auf Erden. Das heißt, wenn sie etwas erlauben, was laut den sagen wir, biblischen Texten verboten ist, dann haben sie das getan und sie haben die Befugnis dazu. Sie haben die Befugnis, also so haben sie das geglaubt, sie haben die Befugnis, dass sie Allah Ta'alas oder ihre die Gesetze in ihren Büchern und Texten ändern können. Sie sind nämlich Vertreter, Stellvertreter Gottes auf Erden und niemand hat das Recht, die Texte, die Offenbarungstexte zu verstehen oder die Befugnis, außer den Kirchenvätern. Man muss ja auch erwähnen, dass die Übersetzungen der Bibel und so weiter erst sehr spät dem christlichen Volk zugänglich gemacht worden sind. Nicht nur die Übersetzung, auch die Bibel an sich selbst. Also es war nicht gang und gäbe, dass jeder zu Hause eine Bibel hatte. Das war den Kirchenvätern vorbehalten. Ja. Erst ja, sehr spät, dann durch diese Aufstände und den Buchdruck und so weiter, kam es dann zu einer, es ist in die Gesellschaft gekommen. Tayyip. Adi ibn Abi Hatim. Adi ibn Hatim. Er hat an der Schlacht von Siffin teilgenommen, das Siffin mit Ali radiallahu anhu, und ist im Jahr 6 oder 69, also 66 oder 69 nach der Hijra gestorben, in einem Alter von circa 120 Jahren.